Ich hoffe, es ist nicht allzu ungewohnt, Freunde, aber ich hatte heute wirklich gar keinen Bock, meine Haare zu machen. Dementsprechend sehe ich jetzt so aus. Wie gesagt, sollte nicht allzu schlimm sein. Ich wollte es nur kurz vorab sagen. Das ist aber natürlich nicht der Grund, weshalb ich das Video mache. Also ich zeige jetzt hier bestimmt nicht meine Haare oder so. Denn es ist was anderes passiert. Ich denke mal, ihr habt es am Titel oder am Thumbnail erkannt. Oder die beiden Pakete schon gesehen. Denn wer mich auf Instagram verfolgt, wird das gesehen haben, dass ich was bei Lowlights bestellt habe. Für die Leute, die mir noch nicht auf Instagram folgen, Jungs, lasst dein Abo da und seid aktiv auf Instagram, dann seht ihr sowas immer vorab. Ich habe mir zwei Sachen, beziehungsweise drei Sachen bei dem neuen Lowlights Drop geholt. Was ich mir geholt habe, wie die Sachen sind, das alles werden wir in diesem Video testen. Bevor ich jetzt die Pakete auspacke, würde ich sagen, dass ich mein Handy hole, wir ganz kurz nochmal die Kollektion durchgehen, damit auch jeder von euch weiß, worum es geht, was ungefähr gedroppt ist. Währenddessen ich hier die Bilder raussuche bei Lowlights, könnt ihr natürlich hier gratis ein Abo dalassen. Schadet keinem, Freunde, macht mich auf jeden Fall happy, dauert eine Sekunde. Deshalb lasst jetzt am besten ein Abo da, um mich einfach zu unterstützen, um mich zu pushen. Und ich würde sagen, wir gehen die Kollektion durch. Also, die nicesten Sachen waren meiner Meinung nach die T-Shirts. Ich fand alle T-Shirts ziemlich cool. Dann gab es so mäßig Basics, das heißt, es gab Zip-Hoodies, es gab Shorts, es gab lange Jogger, sollen das, glaube ich, sein. Und T-Shirts, wo einfach nur hier Lowlights draufsteht. Ich werde euch jetzt eh hier mal Bilder einblenden. Was ich dann sehr interessant finde, wäre generell das zweite Bild. Denn das hat mir wirklich extreme Hidden Desert Vibes gegeben. Weil die Farbkombo, ihr wisst selber, wenn man sich das anguckt, alles ist so creamy, beige und so dieses Olivgrün. Auf jeden Fall zu 100% dieser Hidden Desert Vibe, den ich da bekomme. Keine Ahnung, ob es jedem von euch genauso geht. Aber ich fand, das interessanteste Piece aus der Kollektion wäre die Weste. Die habe ich leider nicht bekommen. Ich wollte die unbedingt haben, einfach nur um zu checken, wie die ist. Aber sonst könnt ihr sehen, dass noch Tanktops released wurden in drei verschiedenen Farben. Es wurden kurze Cargo Pants released und eine lange Cargo. Das war's, glaube ich. Versand war wirklich extrem schnell. Man weiß ja, Lowlights hatte in der Vergangenheit Probleme damit. Aber es hat sich auf jeden Fall gebessert. Ich würde sagen, genug geredet und wir packen jetzt zusammen die Pakete aus, damit ihr seht, was ich mir gekauft habe. By the way, ich habe wirklich ein extrem männliches Messer. Falls die Leute jetzt fragen, warum zwei Pakete, ganz einfach, weil ich zwei Bestellungen gemacht habe. Denn ich wollte eigentlich ein anderes T-Shirt bestellen. Also ich habe mir ein T-Shirt bestellt. Es war aber irgendwie sold out, deshalb musste ich halt, wie gesagt, zweimal bestellen. Ist jetzt ein bisschen umständlich, auch zwei Pakete zu bekommen. Aber, naja, was willst du machen? Und geht das Paket jetzt endlich mal auf, Digga? 2000 Jahre später. In dem ersten Paket hätten wir, ihr könnt reinschauen, einmal ein Tanktop, was ich mir bestellt habe. Digga, ey, ich bin so ein... Oder ist das ein Crop-Top? Niemals, ey. Digga, was bin ich für ein Keck, als ob... Bruh. Korrekt. Ich muss es gleich auf jeden Fall abchecken. Ey, Digga, was bin ich für ein Idiot. Und eine kurze Hose, die ich mir bestellt habe, wie ihr sehen könnt. Aber keine Ahnung, was das jetzt sollte. Also, Real Talk, keine Ahnung... Krasses LPU, Jungs. Digga. Digga, was? Junge, wie... Ey, ich... Digga, what the fuck? Auf jeden Fall habe ich mir einen Tanktop in Size XS bestellt. Ey, Junge, ich bin so ein Opfer, ne? Ich muss jetzt abchecken. Auf dem Produktbild sieht es Real Talk so aus, wie einfach ein Tanktop, ein ganz normales. Aber wartet mal, ich guck mir mal die Dingensbilder an. Beziehungsweise gucke ich mir meine Bestellung an. Ey, Junge, das kann ja jetzt nicht sein. Also ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Ich hoffe, man sieht es. Aber das erste Bild ist einfach mit einem Model. Das ist dieses Tank. Also, was soll ich jetzt davon ein Fitpick machen, Jungs? Was soll ich jetzt davon... Keine Ahnung. Korrekt. Auf jeden Fall ist das jetzt hier, glaube ich, der größte Fail, den ich, seitdem ich YouTube mache, habe. Digga, Real Talk, jetzt mal no joke, sieht aus wie für so einen Hund, dass man den überzieht. So klein ist das Ding. Damit ihr es ungefähr vergleichen könnt. Alter, wirklich sehr, sehr gottlos. Keine Ahnung. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verstört, aber scheiß einfach drauf. Wir packen einfach die anderen Sachen aus. Vergesst das Ganze einfach. War ein mega Fail von mir. Ich dachte, es wäre einfach ein ganz normales Tanktop, was ich jetzt hier kaufen kann. Genauso wie bei 6PM einfach für Männer. Aber da habe ich mich anscheinend getäuscht. Besser sieht es dann jetzt schon aus, denn ihr könnt sehen, ich habe mir eine kurze Hose bestellt. Und zwar ist es, wie angesprochen, diese Basic-Hose, die einfach nur hier so ein Lowlights-Print hat. Ich glaube, das ist nicht eingestickt, sondern einfach wirklich reingeprintet. Ist so ein bisschen, ich werde euch da von Close-Up einblenden, so ein bisschen mit so weißen Akzenten. Das heißt, es ist nicht so knallig, das Schwarz.
Generell die Farbe ist eher so ein Off-White. Ich glaube, das kommt sehr gut auf der Kamera rüber. Oder ich hoffe es zumindest, wenn man die weiße Wand im Hintergrund hat. Das heißt, das hier ist nicht so ein richtiges Weiß. Ich habe die in der Size XS. Mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen, denn hier sind nicht wirklich viele Details drauf. Hier haben wir zwei Zipper. Wirklich extrem wichtig, damit die Sachen einfach nicht rausfallen. Und sonst auf der Rückseite hat man keine Backpocket oder so. Ich würde sagen, ich ziehe die ganz kurz an und wir sehen uns gleich sofort wieder. Jungs, was ist das hier eigentlich für ein Video? Ich komme darauf nicht klar. Also ich habe die Hose jetzt an. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann so ein bisschen oder ob man das generell sehen kann. Ich glaube aber nicht, weil es auf der Kamera, weil ich einfach nicht so weit runter filme. Ihr werdet jetzt aber mal ein Fit-Video eingeblendet bekommen. Dann könnt ihr das Ganze sehen und ich finde, fittechnisch ist sie wirklich perfekt. Nur das einzige Ding, was mich so ein bisschen stört, ich glaube, die ist wirklich sehr warm. Das heißt, so bei so, keine Ahnung, 30, 32 Grad wird man hier trotzdem drin schwitzen. Aber man fühlt trotzdem, dass es extrem hochwertig ist. Also ihr könnt die Haptik ja jetzt nicht fühlen, deshalb müsst ihr mir einfach vertrauen. Okay. Aber die Innentaschen sind wirklich sehr, sehr hochwertig. Viel gibt es zu der eigentlich nicht zu sagen, weil wie gesagt, ist eigentlich eher eine Basic-Hose. Das heißt, so viel sollte die nicht drauf haben, hat die ja auch nicht. Deshalb würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit dem schon letzten Paket, weil es ging jetzt ein bisschen schnell, weil das eine wisst ihr selber, was soll ich da machen. Aber das Hauptpiece und das Piece, worauf ich mich am meisten freue, Freunde, ist in diesem Paket hier drin. Da werden wir jetzt nochmal sehen, was Lowlights da fabriziert hat mit den T-Shirts. Boah, ich bin wirklich extrem gespannt auf den Fit. Ich glaube, ich hatte lange kein Lowlights-T-Shirt mehr bestellt. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob die den Fit verändert haben oder ob der Fit gleich geblieben ist. Das Ganze werden wir jetzt mal schauen. Hier auch wieder gleiches Spiel, aber hier ist es ein bisschen anders verpackt. Oder eben war es nicht so verpackt. Das heißt, hier ist nochmal so eine Pappe drin, dass man das Piece nicht direkt sieht. Dann das hier mal ganz kurz weg. Dann können wir das hier rausholen. Und dann kommt uns das T-Shirt entgegen. Ich wollte eigentlich das Olivgrüne haben, war aber ausverkauft. Aber ich fand das Weiße trotzdem noch cool. Ich habe es eben gar nicht gesagt. Und zwar hat man hier so Plastikbags, aber das solltet ihr eh alles kennen, weil das hier nicht mein erstes Lowlights-Unboxing. Dann kommt uns das ganze T-Shirt schon entgegen. Ich hole ganz kurz einen Kleiderbügel und dann schauen wir uns den Print nochmal genauer an. Ich denke mal, ich werde euch jetzt hier von Close-Up einblenden von dem Artwork, aber das hier ist auch wieder eingestickt, wie ihr sehen könnt. Auf der Rückseite haben wir wirklich gar nichts drauf. Der Schnitt sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Das heißt, Drop Shoulders am Start. Würde mich wundern, wenn nicht, bin ich euch ganz ehrlich. Sehr breit geschnitten, sehr boxy geschnitten. Fühlt sich extrem gut an. Und man kann es ja hier schon erkennen. Und zwar soll das hier quasi die Savanna darstellen. Steht auch hier drauf, auf einem Spruch. Ich denke mal, das seht ihr alles in dem Close-Up. Deshalb gibt mir das auch, glaube ich, so Hidden Desert Vibes. Also ist so die gleiche Richtung wie Hidden Desert. Ich glaube, damit vertue ich mich nicht. Ich würde sagen, ich ziehe das T-Shirt mal an, bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das fittet und vor allen Dingen, wie der Kragen sitzt. Denn ihr kennt mich, Freunde, der Kragen ist bei einem Piece das Wichtigste. Also bei einem Sweater oder bei einem T-Shirt, merkt euch immer, wenn der Kragen nicht gut sitzt, wird das ganze T-Shirt nicht gut sitzen. Eine kleine Weisheit. Aber Schnitt, Real Talk 1A, vielleicht noch einen Ticken mehr boxy. Wie ihr sehen könnt, ist vielleicht ein bisschen eng, das heißt, ein bisschen breiter würde ich fühlen. Aber die Ärmel wirklich perfekt, wie ihr sehen könnt. Ich finde, die fallen wirklich sehr, sehr nice. Ich werde euch jetzt mal ein Fit-Video einblenden, damit ihr natürlich das Ganze sehen könnt. Man muss es natürlich immer wieder erwähnen. Ich bin 1,70 groß, wiege ca. 60 Kilo und habe in beiden Pieces, die ich getragen habe, eine Size XS, damit ihr so ungefähr wisst, welche Size ihr wählen solltet, falls ihr auch mal was bei Lowlights bestellen wollt oder generell was bei Lowlights kaufen wollt. Also ihr könnt sehen, wirklich ein sehr, sehr angenehmer Fit. Ich finde den Fit wirklich perfekt von der Länge her. Nicht zu lang, auch gar nicht zu kurz. Wirklich die perfekte Länge gewählt. Und damit würde ich sagen, wirklich ein sehr, sehr gelungenes Piece. Also wirklich ein geiles Pickup. Die Hose ist jetzt, finde ich, nichts Besonderes. Wie am Anfang vom Video schon gesagt, gehörte das zu den Basic Pieces aus der Kollektion. Aber trotzdem, Basics sind underrated. Man braucht immer wieder Basics. Bald wird auch ein sehr, sehr geiles Basic-Video nochmal online kommen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Damit ihr das nicht verpasst, natürlich diesen Kanal hier abonnieren. An die Sherlocks, die immer neu zugucken. Aber bleiben wir hier mal bei Lowlights. Also T-Shirt wirklich perfekt. Kann ich nur jedem empfehlen. Falls ihr 1,70 groß seid, nehmt auch eine Size XS. Fittet wirklich sehr entspannt. 100% Baumwolle, muss man auch mal wieder sagen. Aber es ist ja eigentlich logisch, denn die meisten Streetwear-Brands bringen einfach 100% Baumwolle. Sei es Peso, sei es Lowlights, sei es, ich glaube, LFDY auch. Obwohl, LFDY bin ich mir nicht sicher, aber zum Beispiel die beiden, da bin ich mir eigentlich 100% sicher, dass sie nur 100% Baumwolle haben. Das war's eigentlich mit dem Video. Mehr gibt's nicht, mehr Sachen habe ich mir aus der Kollektion nicht gekauft. Die T-Shirts, alle drei, fand ich wirklich sehr, sehr nice abschließend. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like da. Und schreibt mir gerne einen Kommentar, falls ihr was bei Lowlights gekauft habt und was ihr genau gekauft habt. Ich würde sagen, wir sehen uns. Peace.